Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part der Let's Play Batman Arkham Asylum. Ich bin es, euer MC Muffix. Beim letzten Mal hat uns hier Crane angegriffen. Mit seinem merkwürdigen Nerventoxin hat er es hier fast geschafft, uns in den Wahnsinn zu treiben und uns glauben lassen, dass der liebe nette Gordon tot ist. Doch glücklicherweise war das nicht der Fall und es war, wie gesagt, nur eine von Cranes merkwürdigen Visionen. So, das heißt aber noch nicht, dass die hier die Sache geregelt ist. Ihr seht schon immer noch genügend liebe nette... Bleib liegen. Ah, Betäubungsangriff erst, stimmt. Zack, zack, zack. Genügend liebe Nette von hier Jokers Männern sind immer noch unterwegs und das ist schlecht. Und wir müssen immer natürlich noch hier Gordon retten, der hier irgendwo von der Harley entführt worden ist. Doch langsam weiß ich nicht mehr, was wir glauben sollen. Ist er tot, lebt er noch? Ich habe keine Ahnung mehr. Es ist zu verwirrend und zu monströs hier. Okay, folgen wir den schönen Pfeilen. Immer den grünen leuchtenden Pfeilen folgen vom Joker. Eine sehr gute Idee. Der Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur! Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouillieren schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du... Ich kann mir vorstellen, wie es weiterging. Also, wir müssen es nun schaffen, hier stealthig an Harley Quinn ranzukommen, sie auszunocken und das bedeutet also dann, Gordon zu retten oder Gordon stirbt. Okay, nichts leichter als das, würde ich mal sagen. So, schauen wir mal da durch. Hallo? Ich kann euch sehen. Hallo? Und dann heißt es wohl zum nächsten Stealth-Abschnitt. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Aber immerhin haben wir Gordon gefunden. Das ist immer etwas. So, 5 Gegner. Natürlich alle bewaffnet. Das sie können. Mach auf. Boah. Hau einfach schnell drauf, Mann. Oder hol dir so den Bad-Schraubenschlüssel oder sowas. So, okay. Öffnen. Leise. So. Gut. Schauen wir nämlich mal kurz. Auf den müssen wir aufpassen. Wenn der unten ist. Oder sich irgendwie mal umdreht, da können wir den ganz entspannt. Ja, aber dann ist da noch einer. Das ist doch gar nicht mal so leicht. Wir müssen aufpassen, auf den da unten und auf den seitlichen da. So, warten wir mal ganz kurz ab. So. Okay. Jetzt wäre der unten, aber ich weiß nicht, was der macht. Ich wette, er geht nämlich in meine Richtung, oder? Ja, natürlich schaut er denn. Du bist so ätzend, Mann, du Typ. Komm! Ja! Dreh dich um, dankeschön. Da geht's ja runter. Das ist gleichzeitig gut und gleichzeitig sehr, sehr schlecht. So, aber das sollte er nicht sehen. Also komm, das kann er gar nicht da unten sehen. Das ist unmöglich. So. Boom! Sehr gut gemacht. Und nun wartet nur noch ein bewaffneter Gegner. Und das ist natürlich die liebe nette Harley Quinzel, die da oben irgendwo steckt. So, jetzt müssen wir nur noch irgendwie da rankommen an sie. Kann ich da einfach rein? Natürlich nicht. So, okay. Da rein. Da rein, da hoch und zack. Danke, Riddler-Trophäe. Weist mich wieder auf den richtigen Weg. Und dann würde ich sagen, holen wir uns Harley Quinn. Du hast länger gebraucht, als ich dachte. Er ist außer Kontrolle. Er versucht, was zu beweisen. Ich weiß nicht, ob ich ihn diesmal aufhalten kann. Du schaffst es, Batman. Hör zu. Wir sind nicht allein. Er hat noch was anderes da unten. Ich weiß nicht, was es ist. Was für ein Plappermaul! Er verdirbt die Überraschung! Sei still. Oh, hörst du mich? Ja? Gut. Das nächste Stück wird dir gefallen.
Er fordert Dr. Youngs Login. Egal, gehen Sie hinter mich. Sofort. Bay. Ich dachte, er wäre aus Blackgate ausgebrochen. Schneid mich los! Wer hat dir das angetan? Dr. Young, die Brucha. Sie hat das Venom aus meinem Blut abfließen lassen. Muss sie stoppen. Tut mir leid, Bane. Die gute Frau Doktor wird nicht viel länger ein Problem darstellen. Wie gefällt dir meine Puppe? Was sagt ihr? Schneiden wir ihn ab? Bane. Ihr seht schon, das Monstrum, was uns schon beim letzten Mal hier angegriffen hat, sieht ziemlich ähnlich wie er aus und nur noch ein bisschen furchtbarer. Ein bisschen sehr viel furchtbarer. So. Zack, mit Feuerbruch dagegen gelaufen und nun draufhauen. So. Aber natürlich niemals im Nahkampf rangehen, wenn er hier gerade nicht seinen Sprint macht. Das war natürlich gar keine gute Idee. Also, Bane hatte dieses Venom in seinem Blut, was ihn natürlich stärker hier macht. So wie es aussieht, haben sie ihm das abgesaugt und nun haben sie es ihm hier wieder, implantiert. Und ihr seht schon, Bane ist nun genauso schön und furchtbar wie eh und je. Bam! Und Da reiten wir den Bane. So, die Schläuche sind erstmal weg hier. Ein paar zumindest. Jetzt wird der Abschnitt nämlich ätzend, denn ihr seht ja schon da oben. Dort oben. Und deswegen hasse ich diesen Abschnitt auch. Eigentlich ist er echt nicht schwer, genauso wie der letzte, aber er wird noch schwer, glaub mir. What's up? Genau deswegen, wegen den scheiß Typen, Mann. Es ist ja eh nicht schon schwer genug, sich hier auf einen riesigen, wütenden, grün leuchtenden Bane, der eigentlich der Hulk werden wollte. Alter, und er haut auch noch den kleinen Minion da, nicht Bane hier. Geil. Nein. So. Okay. Wutschepal. Komm, mach deinen Sprint. Zack, zum Glück ist immer das Spiel so gut und weiß, dass ich damit Bane treffen will. Okay, die nächsten Schleiche weg. Deswegen ist der Abschnitt aber echt ätzend, Mann. Wegen diesen Standardtypen, Mann. Ich hasse sowas, Mann. Sowas ist in jedem Bossfight ätzend, Mann. Aber zum Glück knockt die Schockwelle dir immer schön aus. Zack, Batarang hat ihn getroffen und... Bam. Aua. Oh mein Gott, es werden ja klar immer noch mehr. Komm, mach deinen Sprint, Mann. Dankeschön. Sehr schön, knock die Typen aus. So macht man es. So, schön den Battle reingeschmissen. Der war richtig gut, Mann. Der war richtig scheiße. Aua, genau in seinen Hieb reingelaufen. Geil, Mann. Komm schon, jetzt hat er auch noch Leben regeneriert, so wie es aussieht. Komm schon. So, das sollte der letzte gewesen sein. Und nun beenden wir es, Bane. Geht's dir gut? Mir geht's gut, Jim. Wo ist Quinn? Weg.
Sie muss abgehauen sein, als Bane dich rumgewirbelt hat. Wir müssen dich von der Insel runterbringen. Ich bin kein Anfänger. Ich kann das selbst regeln. Ich zerbreche dich, Batman. Und danach die Brucha. Nein, Bane. Diesmal zerbreche ich dich. Jim, geh zurück aufs Festland. Es ist zu gefährlich hier. Es gefällt mir nicht, dich hier zu lassen. Das Radio sagt, er hätte Bomben über ganz Gotham verteilt. In Gotham wird Panik ausbrechen. Du wirst da gebraucht. Wir sind bereit zu gehen, Sir. Bane hat Dr. Yang Brucha genannt. Was bedeutet das? Das ist Spanisch für Hexe. Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Yang. Ich sehe mir die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Wie hast du geschafft, das geheim zu halten? Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Yang mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Bathöhle bin. Also, die Brucha, auch bekannt hier als Dr. Yang, von der wir eigentlich gedacht haben, dass sie nett und freundlich wäre. Doch in Wahrheit ist sie hier irgendwie mit dem Joker verbunden. Wie auch immer, eins ist sicher, sie ist ja in, ich weiß nicht mal wohin gegangen, aber sie wollte ihre Forschung hier geheim halten vorm Joker. Was soll das heißen? Ich dachte, sie arbeiten hier irgendwie zusammen, mehr oder weniger. Da musst du mich schon fangen! So. Aua, der war schlecht. Zack und weg und boom und... Ach Leute, es ist free vollkommen, es ist awesome, Mann. Fang! Ah, hey, immer im Kick, Mann, das darfst du nicht. Das darfst du eigentlich nicht. Und weg, weg. Das hat wehgetan. Haben sie schon wieder hier gebaut? Was baut ihr denn hier eigentlich die ganze Zeit? Ja, ich weiß gar nicht wissen. Drei unbewaffnete Gegner. Nee, die können da hinten ruhig weiterspielen. Okay, gehen wir weiter. Und gehen nun hier zurück. Also, wie gesagt, Doc Young plant irgendwas. Schau immer mit diesem Venom. Scheinbar auch mit dem Joker? Keine Ahnung. Und irgendwie ist Bane und sein Venom sind da mittendrin. Aber was genau das heißen soll, nicht die geringste Ahnung. So. Okay, also wir müssen wieder nach Arkham North gehen. Jetzt sind wir hier wieder. Zack, schauen wir uns mal gleich um. 4 bewaffnete Gegner. Aber ich denke, unser Batmobile, ich kann uns in nächster Zeit erstmal nicht mehr helfen. Ich hoffe einfach mal, dass es gut ist, wassersicher. Oder Batman hat eine gute Wasserversicherung. Zack. Ach Leute, es sieht so cool aus und es macht einfach so Spaß. Ich liebe diese Freefall Combat. Fang! Und weg mit dir. Sehr gut. So, das hat wehgetan, würde ich mal sagen. Und weh tut es auch der Dr. Young, wenn wir sie mal finden und hier zur Rede stellen. Was hat die hier bitte geplant? Die kann doch ernsthaft nicht mit dem Joker zusammenarbeiten. Man kann, also, verrückt sein wie der Joker ist eine Sache, aber man kann doch nicht mit dem Joker zusammenarbeiten. Das ist doch, so blöd kann man doch gar nicht sein. Aber naja, seien wir doch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir hören uns noch diese eine schöne Botschaft hier an. Von Amadeus Arkham. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gottes. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Wie schon gesagt, die ganze Familie von Amadeus Arkham wurde im Endeffekt dann getötet. Und er war dann alleine und, ja,
ist schließlich dann selbst in den Wahnsinn abgeglitten. Gut, Leute, so wie es aussieht, sind wir hier auf einem guten Weg zum Hollow Point und zu unserer geheimen Betthöhle. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal werden wir uns dann weiter dahin bewegen. Schauen wir mal, was wir herausfinden können. Aber nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal vom Batman Arkham Asylum. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.